Ja, bei mir, ich habe eben schon mit Markus Straub gesprochen, den ich als jung, aber trotzdem erfahren bezeichne. Ich glaube, was Ähnliches kann man auch zu Franco Giuliani sagen. Erzähl ein bisschen was, wie geht's dir vor dieser Staatsmeisterschaft, mit welchem Gefühl gehst du rein, wie besonders ist so ein Turnier wie diese Staatsmeisterschaft für dich? Ja, ich kann sagen, also die Staatsmeisterschaft allgemein ist das größte Turnier vom ÖDV im ganzen Jahr. Und vom Gefühl her, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also ich habe drauf hin trainiert und ja, ich stelle mir schon ein paar gute Ergebnisse vor. Drauf hin trainiert. Jetzt erklär mir ein bisschen vielleicht auch mal dazu was. Also wie viel Zeit verbringst du für Training und worauf liegt dann da der Fokus? Also man muss schon viel Zeit investieren natürlich, wenn man sagt, okay, Staatsmeisterschaft, man will was reißen, man will gut mit vorne mitspielen, da investiert man schon viel Zeit. Also ich bin schon so, ich sag 3 bis 5 Mal in der Woche beim Dartboard und trainiere mit meinen Leuten vom Verein, so wie mit dem Hannes Schnier zum Beispiel. Und ja, also man muss sich schon gut darauf vorbereiten, also das auf jeden Fall. 2 zweite Plätze, 1 5. Platz bei den Turnieren, die du in der aktuellen Ranglistensaison beim ÖDV mitgespielt hast. Nummer 8 hast du mir gerade noch mal gesagt. Ist das so die Region, in der du auch dich so siehst, wo du zufrieden bist? Wie schätzt du dich aktuell leistungstechnisch da ein? Wie waren da die Monate, die Ergebnisse, die Turniere, die du da gespielt hast? Also ich kann es so sagen, ich habe jetzt 3-mal ein ÖDV-Ranglistenturnier gespielt, bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Leistung, weil ich bin 2-mal 2. geworden, 1-mal 5, bin in der Gesamtrangliste 8., wie gesagt, und eigentlich ganz zufrieden. Ich stelle mir schon natürlich mehr vor, mein Ziel ist auf jeden Fall Top 4, so spielerisch glaube ich, dass ich das drauf habe und es ist mein Ziel auf jeden Fall. Jetzt wird ja dieses Wochenende, manch einer schaut, also sind ja alle da, die dann auch am Ende entscheiden, wer für die Nationalmannschaft und all das spielt. Ist das auch etwas, wo du drauf schaust? Wenn es sich ergibt, natürlich, Nationalteam wäre mega cool. Also da würde ich mich schon sehr drüber freuen, wenn es sich das ausgehen würde. Aber Hauptfokus ist jetzt einfach, dass ich unter die Top 4 irgendwie reinkomme. Wenn Nationalteam rausspringt, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann nächstes Jahr voller Fokus auf das Ganze. Also das auf jeden Fall. Ich danke dir, wünsche dir viel Erfolg bei dem, was du dir vorgenommen hast und natürlich dann auch dieses Wochenende bei der Staatsmeisterschaft. Danke, Franco. Danke, Kevin. Wir sehen uns. Ja.